Radio Z95,8. Ihr hört die lokalen Leidenschaften und Masks mit What We Love Is Not Enough. Es ist immer noch Pandemie, also sitzen wir nach wie vor für euch jede Woche vor unseren Bildschirmen und zeichnen diese Sendungen für euch auf. Schön, dass du da bist, Andreas. Mit dir ist es erträglich. Dankeschön. Hallo, Lisa. Und herzlich willkommen, Masks. Für euch großartige Musiker da draußen machen wir das und ihr macht es zu einem zauberhaften Abend. Und es war noch nie so traurig, dass wir nicht im Studio waren wie heute Abend. Ich hätte den Hans Christian gerne mal wieder im Studio getroffen. Also das ist wirklich, gerade Masks, das hat mir immer sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt kommt diese EP daher, die heißt Five Last Songs. Wann ist die Veröffentlichung, Hans Christian? Steht noch nicht fest, wann die dann offiziell veröffentlicht werden wird. Also wir haben ja vorab jetzt schon mal ein Lied, While It Lasted, quasi online zum Hören preisgegeben. Und werden sehen, wie es ist. Also normalerweise ist es natürlich schön, wenn man ein Konzert spielen kann und dann auch sowas Neues präsentieren kann. Wenn sich das jetzt noch ewig lang hinzieht, dann wird es vielleicht erstmal online zu hören sein und vielleicht später dann auch physischer Form. Kriegen wir mitten in der Pandemie von Kulturleuten keine klaren Ansagen. Was ist das denn? Ja, das passiert eben. Aber nochmal zurück, weil wir jetzt schon mitten reingesprungen sind in die EP. Was wir noch nicht gemacht haben, ist Masks vorzustellen. Das ist dein Job, Christian. Mein Job, Masks vorzustellen? Ja, Masks ist eine Band, die mittlerweile seit über 15 Jahren existiert hier in Nürnberg in wechselnder Besetzung und ja, mit wechselnden Erfolgen. Wir haben drei volle Alben aufgenommen in der langen Zeit und sehr viele EPs oder Mini-Alben mit wenigen Songs. Und ja, heute bin ich hier, weil wir in der Pandemiezeit ein bisschen zumindest kreativ waren und 5 neue letzte Lieder aufgenommen haben. Das ist jetzt genau das, wovor ich Angst habe. 5 Last Songs hört sich so an, als ob das der Abgesang von Masks wäre. Sag mir bitte nein. Nee, das heißt es nicht unbedingt. Das hat vielleicht damit zu tun, dass ich zu viel Richard Strauss gehört habe und 4 letzte Lieder super fand. Zuletzt, eigentlich wollten wir auch nur 4 Lieder aufnehmen, dann sind es doch 5 geworden. Aber ja, man weiß nie, also ich meine, 15 Jahre ist eine lange Zeit und es ändert sich viel und muss man sehen, was noch in Zukunft kommt. Aber jetzt erstmal kommt 5 Last Songs. Was ist denn die aktuelle Masks-Besetzung? Also die aktuelle Masks-Besetzung ist mein bester Freund Branimir, der singt nach wie vor und ich spiele Klavier und unser sehr guter Freund Stojan begleitet uns an der Gitarre hin und wieder, wenn er Zeit hat und auch am zweiten Gesang sozusagen. Und jetzt ist es so, dass du gesagt hast, von Strauss 4 letzte Lieder hätte dich inspiriert. Von der Musik her ist es, dachte ich zuerst, ach du meine Güte, das heißt nicht nur 5 Last Songs, das sind auch alles Abschiedslieder, die ich zuerst gehört habe. Movie Never Made, While It Lasted, What We Loved. Das war, und dann auch noch sehr gedämpfte Lieder mit dabei. Zuerst, also zumindest in der Reihenfolge, die ich sie hier vorliegen habe, die nicht durchnummeriert sind. Ich weiß also nicht, welches als erstes auf der EP ist und welches nicht. Da steht Fragile Safety als erstes und da dachte ich sofort, ach du meine Güte, tatsächlich. Also es war sehr still und sehr, sehr getragen. Ich würde nicht sagen, traurig kam erst, als ich in meinem Kopf die Verbindung aufbaute zu tatsächlich den letzten Songs. Strauss, der eine Einfluss musikalisch, woran ich sofort denken musste, war Nick Cave, die eigentlich die letzten beiden Platten, die sehr, 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 sehr tief traurig waren. Was
Was waren sonst so? Also das kannte ich, kannte von Masks sehr anspruchsvolle, ruhige Songs, aber das war jetzt nochmal anspruchsvoller, noch ruhiger und auch ein bisschen trauriger als sonst. Ja, also Abschied ist in dem Sinn schon natürlich ein gutes Stichwort. Also das bezieht sich halt auf vielfältige Bereiche. Also wir sind ja jetzt auch nicht mehr die Allerjüngsten. Also es ist auch natürlich so ein bisschen schon seit dem vorigen Album auch so ein Abschied von der Jugend sozusagen. Also nicht mal nur ein trauriger Abschied, aber einfach eben so ein Begreifen, wie das Leben einfach so voranschreitet. Also als wir die Band gestartet haben, damals noch mit dem Pablo, der zuerst gesungen hat, bevor der Branimir dann sozusagen, bevor es da den Wechsel gab, da waren wir einfach noch, ja, keine Ahnung, Anfang 20 und voller Träume und Hoffnungen, auch was die Musik halt anbelangt hat. Und unsere Lebenswege, sage ich jetzt mal, waren noch nicht beschritten. Und natürlich in so einer langen Zeit ändert sich das und das wird dann auch, ja, musikalisch ein bisschen reflektiert in dem einen oder anderen Stück. Und ja, dann gibt es natürlich auch persönliche Abschiede. Also While It Lasted zum Beispiel, das handelt so ein bisschen davon, dass einfach manche Momente schön sind, in denen sie gelebt werden und man die Schönheit auch ja, im Herzen oder im Kopf halt behält und die aber vorübergehen auch. Also das betrifft ja Freundschaften, die halt eine Zeit lang intensiv sind, aber dann eben nicht mehr, also die sich auch verändern. Aber es betrifft auch, ja, auch persönliche Verluste einfach. Und ja, das hast du halt sehr gut unter dem Begriff des Abschieds zusammengefasst. Was sind denn die Träume und Hoffnungen, die ihr für euch oder für die Musik mal hattet? Na, also klar, wenn man jung ist und so eine Band startet und so weiter, dann will man natürlich schon alles erreichen, sozusagen, was geht, und viele Konzerte wie möglich, so viele Zuhörer wie möglich erreichen, so viele Menschen ansprechen, wie es geht. Und ja. Was ist heute? Wäre es für dich noch die gleiche Definition von Erfolg? Nee, das hat sich schon geändert. Also ich, im Moment wäre ich einfach nur wahnsinnig glücklich, wenn ich überhaupt ein Konzert spielen könnte. Okay, das natürlich ist gerade. Ja. Ich definiere es jetzt, also Erfolg ist jetzt nicht ein Begriff. Also was ich nach wie vor halt wahnsinnig gut finde, also in der Musik mich ausdrücken zu können, so ein bisschen zumindest. Auch jetzt nicht immer mit der Wortkeule oder, keine Ahnung, Kompositionskeule, sondern auch ein bisschen subtiler, sage ich mal. Und dann ist es einfach, ja, war für mich wahnsinnig schön, wenn ich halt mit dem Branimir das umsetzen kann, die Ideen, weil das halt nach wie vor einfach eine sehr schöne und symbiotische musikalische Beziehung ist. Das für solche Momente einfach, wenn wir einen Song durcharrangieren, fertig komponieren, dann natürlich auch irgendwann mal im Studio aufnehmen und damit zufrieden sind. Das sind einfach die Punkte, warum es das für uns nach wie vor halt wertvoll macht. Und natürlich, wenn wir irgendwo ein Konzert spielen können, was jetzt nicht mehr so oft vorkam, auch vor der Pandemie, aber ja, es ist, wie es ist. Und ich würde sagen, wir nutzen das aus, dass wir das jetzt schon sehr, sehr frühzeitig aufzeichnen. Hier Masks heißt die Band. Hans-Christian ist bei uns hier auf dem Zoom-Call bei den lokalen Leidenschaften. Fight Class Songs
wird die EP heißen, die irgendwann jetzt in Zukunft rauskommt. Und wenn sie dann mal in Zukunft rauskommt, dann werden wir dieses Interview einfach nochmal an einem Montag nochmal senden, wenn es aktuell ist. Also entweder hört ihr das jetzt gerade in der Zukunft und die EP ist raus und ihr könnt rausgehen und euch die holen. Mehr Informationen gibt es auf bekassine.de. Sicher, immer top aktuell. Okay, super. Und wenn ihr jetzt das live hört, im März sind wir, glaube ich, noch, dann gibt es nur einen einzigen Song da draußen, aber da könnt ihr auch einfach mal unter Masks suchen und da werdet ihr den auf jeden Fall finden. Ansonsten bekassine.de, dort auf Masks weitergehen. Und da gibt es alle Links und alle Informationen, die man zu euch braucht, gell? bekassine-records.de, genau, da gibt es alle Infos. Und dann würde ich gerne noch einen weiteren Song hören vorab, ich freue mich total, dass ich schon alle 5 Songs hören durfte und ich werde sicherlich noch sehr, sehr viel hören. Welchen Song würdest du uns empfehlen, dass wir uns den jetzt anhören sollten? Ja, dann spiel doch jetzt Fragile Safety. Hier bei Radio Z 95,8 in lokalen Leidenschaften. Masks sind hier bei uns im Studio. 5 Last Songs heißt die EP, bekassine-records.de. Dort könnt ihr erfahren, wann die ganze EP rauskommt. Die Single ist schon draußen, die könnt ihr schon hören. Und jetzt viel Spaß damit. Radio Z 95,8, ihr hört die lokalen Leidenschaften mit Fragile Safety vom ganz neuen Album, das noch nicht mal erschienen ist, mit dem 5 Last Song von Masks. Ihr müsst also einfach aufmerksam bleiben, wenn der nächste Song rauskommt und ihr ihn mal außerhalb unserer Sendung hören dürft. Hans-Christian ist hier bei uns im Interview und hat vorhin ein schönes Wort verwendet, nämlich die Wortkeule und die Kompositionskeule. Als völlig textfixierter Mensch verstehe ich sofort, was eine Wortkeule ist. Aber was ist eine Kompositionskeule? Also für mich ist das einfach, wenn das zu plakativ komponiert ist, wenn die Worte zu stark einfach mit der Musik zusammengehämmert werden. Es hat sich jetzt negativ jetzt angehört. Also es ist natürlich völlig legitim, das so zu machen. Ich habe nur darüber gesprochen, dass das eben mir Spaß macht in unserer Band, das nicht, dass wir das so machen, wie wir es machen. Das hört sich jetzt für mich von außen sehr, sehr intellektuell an, als Herangehensweise an Musik. Ist das Komponieren bei euch, was das fließt, oder ist es wirklich was, wo ihr darüber nachdenkt und nochmal sagt, nee, also so wollten wir nicht klingen, das muss noch mehr in die Richtung? Ja, so kann man sich das schon vorstellen. Also muss sagen, dass der Branimir natürlich auch ein sehr gutes Korrektiv ist zu manchmal vielleicht, ja, keine Ahnung, zu intellektuellen Ansätzen. Und außerdem muss ich noch sagen, haben wir auch jetzt wieder bei dem Album mit unserem Freund Luis aus Berlin zusammengearbeitet und der hat auch als, ja, keine Ahnung, Produzent, Mischer, ein wahnsinnig gutes Gespür dafür, was die Lieder dann noch brauchen, an Schliff vielleicht oder an Input. Für mich auf jeden Fall das Zitat des Jahres. Er ist ein gutes Korrektiv für zu intellektuelle Ansätze. Ich glaube, das sage ich meiner Tochter auch manchmal. Du bist mir das Korrektiv für zu intellektuelle Ansätze. Ja, das meine ich rein positiv. Ja, ich verstehe das, aber ich finde es sehr gut. Also ich meine, intellektuell vielleicht zu verkopft, dass man vielleicht nicht mehr so richtig klarkommt damit. Und ja, also das war sehr positiv gemeint. Ja, so interpretieren wir das. Gut. Was muss jemand können, damit du ihn als Korrektiv akzeptierst? Wie bitte? Was muss jemand können, damit du ihn als Korrektiv akzeptierst? Also jetzt Branimir hat natürlich jetzt auch so eine klassische Musikausbildung. Das ist natürlich top, also sensationell einfach, was er da einbringen kann. Das habe ich natürlich nicht zumindest nicht in dem Ausmaß wie er. Gibt es Beispiele dafür?
Wie meinst du? Wo er das korrigiert hat, was so typische Korrekturen sind? Na, also meine Gesangslinien wären einfach viel einfacher als das, was er dann noch immer in allen Fällen eigentlich rausholt, weil also ich habe eine Melodie und schreibe einen Text und denke mir irgendwie, könnte das dann dazu passen, silbenmäßig vielleicht und ja, auch von der Phrasierung, aber also er hat da oft sofort, wenn ich ihm nur den Song zum ersten Mal vorspiele, einfach eine ganz andere Idee, die sich dann eigentlich fast immer auch als die gangbarste Variante erweist oder herausstellt. Ich glaube, das habe ich mitten in der Antwort unterbrochen. Ne? Jetzt weiß ich auch nicht mehr, wo ich anschließen soll. Sorry. Alles gut. Wir diskutieren. Nee, alles gut. Ja. Die Frage, was ja im Moment gerade für Musiker so eine Riesendebatte ist, wenn man neue Musik hat, die fertig hier liegt, nach und nach releasen oder doch einfach mal ein fertiges Album nach draußen. Was war für euch das Argument für nach und nach? Also, wie ihr ja wisst, bin ich auch bei Beccasine aktiv. Und also, es hat sich einfach in den Zeiten von Lockdowns und fehlenden Auftrittsmöglichkeiten für Bands bei uns total erwiesen, dass es dass einfach diese tröpfchenweise bisschen Spannung hochhalten Variante, dass die ja irgendwie sinnvoller ist als ein ganzes Album jetzt mitten in der Pandemie einfach rauszubringen, wo man wenig Möglichkeiten hat, das halt oder gar keine Möglichkeit hat, das live zu bewerben, wo es dann nicht immer so einfach ist, seine Peer Group oder seine Fans oder so zu erreichen, um dann die auch zu motivieren, halt das Album sich zu holen oder die Musik anzuhören. So, von dem her haben wir uns auch eben für den Weg entschieden und bei Beccasine Records ist das auch im Moment einfach so, dass das bei den meisten Künstlern so läuft. Wir hatten ein Beispiel, wo eine Band das anders versucht hat und das hat jetzt auch nicht so gut leider halt funktioniert. Grundsätzlich bin ich natürlich absoluter Fan von Alben, auch also sowieso von EPs. Ich liebe das Format einfach. Es ist so, es kommt mir so entgegen, weil man kann einfach so schön, einfach so wie so eine kleine Suite oder sowas erzählen. Das einfach kurz aufsaugen, sich da kurz reinversetzen und dann auch diesen Moment wieder vorbeiziehen lassen und würde das ansonsten auch gern immer anders machen. Das ist jetzt einfach den Umständen geschuldet sozusagen. Das finde ich jetzt ganz interessant, dass du das sagst mit den EPs. Wenn ich in dem Moment, wo du das gesagt hast, läuft bei mir ein Film ab im Kopf und all die ganzen EPs, die ich alle gut fand, und dann müsste ich eigentlich mal nachdenken. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mich früher auch sehr über EPs gefreut habe, weil auch viel Experimentelleres drauf war als dann auf dem Album hinterher. Ah, sehr interessant. Ja. Ich muss da mal wieder mehr drauf achten, auf EPs. Ja. In welchem Turnus können wir denn mit den nächsten Beccasine, also nicht Beccasine, mit den nächsten Masks-Veröffentlichungen rechnen? Ist das dann quasi so lange, bis die Pandemie vorbei ist? Also ich rechne jetzt mal so ganz positiv bis Ende August und dann können wir alle wieder auf Konzerte? Ja, das wäre schön, auf jeden Fall. Also wir haben eigentlich sogar, aber ich denke, das wird jetzt auch wieder verschoben, wir haben ein Konzert in Marburg im Mai, Ende Mai. Innen oder außen? Bitte? Innen oder außen? Ich habe keine Ahnung. Es wurde aber jetzt schon mehrfach verschoben. Also wir haben da auch schon zweimal gespielt. Das ist ein wahnsinnig toller Club, von super Leuten gemacht wird, die auch einfach mega durchdachte Hygienekonzepte da anbieten. Also ich denke, es könnte möglich sein. Also da gibt es wirklich, ich weiß es auch von meinem Kollegen Michael von Beccasine, der bei der Stadt auch da in dem Bereich arbeitet. Es gibt einfach Hygienekonzepte, die wirklich toll sind und
die man eigentlich umsetzen könnte. Also ich hoffe, dass es stattfindet so. Wenn nicht, wird es halt wieder verschoben. Und ja, dann ist es halt Herbst, dann ist es so. Ich meine, wenn man sowas produziert hat und aufgenommen hat und sich damit beschäftigt hat, man will es natürlich dann auch, man freut sich ja so sehr selber drüber, dann möchte man es eigentlich auch halt sozusagen jedem zugänglich machen und jedem ermöglichen, der es möchte, das zu hören. Aber ja, mal schauen. Wir wissen jetzt, dass Masks eine Single rausgebracht haben zumindest. Und wir werden mehrere Songs vielleicht vorab noch hören von der neuen EP Five Last Songs. Wir wissen auch, dass No But The Frog eine neue Single rausbringen werden. Was können wir noch von Picassine erwarten? Genau, also No But The Frog machen das ja so ein bisschen ähnlich. Die haben ja auch im letzten Sommer schon aufgenommen. Und ziehen das jetzt auch einfach oder spannen einen großen Bogen bis zum Release. Sie sind ja auch gerade auf Straßenmusiktour unterwegs. Ansonsten bei Picassine steht von Hannah Grosch, die hat ein neues Projekt in ihrer neuen Heimat Hamburg gestartet, Aulaila. Die veröffentlichen im Sommer ihr erstes Album auch bei Picassine jetzt, nachdem sie zuvor eine EP auch in Eigenregie schon rausgebracht haben, die toll ist. Also sollte man sich auch mal anhören. Die veröffentlichen jetzt auch Singles im 4-Wochen-Rhythmus, glaube ich. Ein wirklich tolles, beeindruckendes Kollektiv. Also gerne mal reinhören. Und ansonsten haben wir noch Joe Astray letztes Jahr. Seit letztem Jahr arbeiten wir mit dem zusammen und bei ihm war es hatte getroffen haben und das Album dann so wie geplant rauszubringen, sondern hat jeden Song einzeln rausgebracht und sozusagen, wenn der letzte Song rauskommt im Juni, dann wird auch das Album erhältlich sein. Genau, das sind die allernächsten geplanten Releases, also Leiden. Die haben auch was in der Mache, aber ist natürlich jetzt im Moment auch ein bisschen schwierig, so vom Thema Proben her. Also, ich meine, wir sind zu zweit, wir könnten das theoretisch, wir dürften theoretisch proben. Leiden sind ja schon zu dritt und da ist es dann schon schwierig, beziehungsweise ja eigentlich illegal. So von dem her wird sich das ein bisschen verzögern, denke ich. Ja. Hannah Grosch hat wahnsinnig tolle Corona-Tapes komplett in Eigenregie aufgenommen. Bin gespannt, was daraus wird. Ich hoffe mal, auch eine grandiose EP. Wäre toll. Also kann ich mir gut vorstellen. Auf jeden Fall wirklich, auch wie du gerade gesagt hast, halt ein bisschen was Experimentelles, wo sie auch wirklich was ausprobiert hat, selber sich ausprobiert hat und das vielleicht nicht in einen großen Albumkontext stellen wird, sondern eben in so einem Format dann veröffentlichen wird. Ja, so einige spannende Themen. A Product Grief, um es abzuschließen, auch mit einem neuen Album. Das ist auch ja, grandios. Das kommt im Herbst. Das kommt auf jeden Fall im Herbst, ja, genau. Product Grief, gab es Vinyl? Wie sieht es aus mit dieser EP? Physisch, digital? Von Masks? Ja, also ja, genau. Also Masks sind ja schon so ein bisschen so Worstseller, was so physische Kopien anbelangt. So, deswegen haben wir das bei den letzten EPs eigentlich immer so gemacht, dass wir die so ein bisschen on-demand-mäßig, DIY-mäßig halt selber bestempelt oder bemalt sogar oder bedruckt haben und dann ja halt irgendwie 20 Stück auf Lager und wenn die dann zur Neige gehen, dann machen wir vielleicht noch ein paar nach. Aber so weit muss es erst mal kommen. Ja, dann würde ich. Aber nur auf CD natürlich. Ja. Lisa? Ja, dann würde ich sagen, müssen wir leider schon wieder zum Ende kommen. Hans Christian war bei uns hier in der Sendung der lokalen Leidenschaften. Five Glass Songs wird die EP heißen. Ich kann euch sagen, es ist ein
wunderbares Stück Arbeit geworden, das da erscheinen wird. Bleibt auf jeden Fall dran. Die erste Single ist schon draußen. 3 Songs werdet ihr hier gehört haben bei den lokalen Leidenschaften. Und ansonsten freuen wir uns darauf, euch vielleicht live zu sehen und auf den Release von der EP bekasinerecords.de. Da könnt ihr mehr erfahren. Und wenn ich darf, darf ich mir ein Lied zum Abschluss wünschen? Ah, ist deine Sendung. Meine und Lisas, aber es ist deine Musik. Okay, ich war total begeistert von Saint-Just. Also dieses Cinematic, dieses Große, was so ruhig anfängt und dann richtig explodiert am Ende. Ich habe mich wie in Frankreich am Meer gefühlt und das würde ich jetzt gerne zum Abschluss hören. Ja, wie Frankreich in Zeiten der Revolution, genau. Herrlich. Das muss ich meiner Tochter mal vorspielen. Die liest gerade Les Miserables im Original. Okay. Ja, da hören wir dann rein. Hey, danke Hans-Christian. Und wir sehen uns danke auf jeden euch. Fall wieder. Spätestens bei A Prouder Grief. Sehr gut. Und gerne. Wir hören rein in Saint-Just von der upcoming EP, wie man so schön sagt, 5 Last Songs von Mars, hier bei Radio Z 95,8. Den lokalen Leidenschaften. Musik.